Guten Tag, mein Name ist Jürgen Liebenstein. Euer Film läuft etwas später heute Nachmittag. Okay. Jo. Ich muss noch ins Lager, um Filme für unseren Rückblick auszusuchen. Wird das lang dauern? Ja, schon eine Weile. Tja, und jetzt? Was ist denn das jetzt für eine Frage? In dem Karton könnte doch alles drin sein, oder nicht? Denk nach! Ich weiß, was drin ist. Nee. Ich weiß, was drin ist. Nee. Ich werde da jetzt hineinsehen. Alle schon mal hinsetzen und zurücklehnen. Du auch. Fangen wir am Anfang an. 1998 zeigte uns der heutige Juror einen Experimentalfilm. Erden ist menschlich. Hoffentlich allianzversichert. Hallo. Mit freundlicher Unterstützung. Nicht nur sauber, sondern rein. Was euch fehlt, meine Lieben, das bin ich. Es lebe das Vergnügen! Vergnügt euch! 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2! Die Stadt Sulzbach-Rosenberg will sich tatsächlich offiziell um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben. Ja, wir sehen hier den aktuellen Stand der Planung des Architektenteams, das Ganze also für Olympia 2032. So erhält das Friedrich-Flick-Stadion, bislang die größte Arena am Ort, ein komplett neues Gesicht. Die morschen Tribünen werden abgerissen, die Aschenbahn verschwindet und 20.000 neue Sitzplätze entstehen entlang der Seitenlinien des künftigen Hockeyfeldes. Welcher Wahnsinn der Gottvergessenheit! Also ich finde die Olympia-Bewerbung von Sulzbach-Rosenberg eine tolle Idee. Nicht alle checkten sofort, dass es eine fiktive Bewerbung war. Gerd Dirler gehört zu einer von 8 Familien, die der Regattenstrecke Alpha weichen müssen. Durch die Aufstauung des Rosenbachs wird nach Plänen der Stadt ein 1,5 Kilometer langer Kanal entstehen, der das neue Stadtbild prägen soll. 2003 zeigte uns Florian Kerber einen sehr kunstvollen Film.
2004 zeigte uns Florian Knittel einen sehr surrealen Aufbau mit einer Art Versuchskaninchen. Zeigte uns Florian Kerber die Geschichte einer Sirene, die des Sirenens überdrüssig geworden war. Meine Stimme, sie schickt die Männer in den Tod und ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal geschlafen habe und gegessen habe ich auch nicht. Bitte machen Sie, dass ich sterbe. Ah, dann sind Sie eine der Sirenen. Wie gesagt, morgen früh wieder. Gruß an die Schwester. Abgeschliffene Münzen und bis zu 200 Takes die Szene waren notwendig, um dieses 1-Euro-Stück richtig in Szene zu setzen. Soll alles sein?